Heute sind wir in Rüst bei den Rüster Weinschätzen, die vom 24. bis 26. April stattfinden. Der Tourismusverband Rüst hat sich ganz was Spezielles einfallen lassen. Statt den üblichen Eintrittskarten haben sie hier diese Korken als Eintrittskarten. Wie Sie sehen, ist das Jahr und auch die Saison drauf gedruckt. Mit diesen Korken können Sie die Rüster Winzer besuchen und ihre Weine verkosten. Viele Winzer und Künstler aus Rüst beteiligen sich an die Rüster Weinschätze. So, und jetzt werden wir ein paar von ihnen besuchen. Ich stehe jetzt hier auf der Rüster Hauptstraße vor der Familie Kraft. Wie Sie sehen, ist jede Menge los. Wir werden jetzt hineinschauen. Ich stehe hier jetzt mit Marielle Kraft, Winzerin von Kraft Weine. Was bedeuten die Rüster Weinschätze für Sie als Winzerin? Sie sind wichtig für die Gemeinde, also für Rüst. Sie sind wichtig für die Kunden und für die Winzer natürlich. Und was präsentieren Sie dieses Wochenende bei den Rüster Weinschätzen? Also wir bei uns präsentieren alle neuen Jahrgänge, die wir heute frisch auf die Flasche gefüllt haben, die ganzen 2014er Jahrgänge. Die roten Jahrgänge, die vorige Woche zum Beispiel zum Teil erst gefüllt wurden. Ja. Und wie zufrieden sind Sie mit den Besucherzahlen dieses Wochenende bei den Rüster Weinschätzen? Sehr zufrieden. Das Wetter. Sei Dank. Also, ja. Danke sehr. Gerne. Jetzt stehen wir vor der Familie Seiler. Wie Sie sehen, ist natürlich auch jede Menge los. Wir werden Sie natürlich auch besuchen gehen. Gefährliche Wasser. Ich stehe hier mit Georg Seiler. Was bedeuten für Sie als Winzer, als Weinbauer die Rüster Weinschätze? Ja, für uns bedeutet das, wir können unseren neuen Jahrgang einem breiten Publikum präsentieren und freuen uns natürlich über jeden Besucher, der zu der Veranstaltung kommt und den neuen Jahrgang, den wir eben heute präsentieren, dass der entsprechend verkostet wird und von den Leuten entsprechend gewürdigt wird natürlich auch. Und wie zufrieden sind Sie mit den Besucherzahlen? Ja, eigentlich heuer sehr, weil das Wetter, wie man sieht, ist hervorragend und dadurch ist der Besuch natürlich auch entsprechend. Sie präsentieren nicht nur Ihre Weine, sondern ich sehe hier hinten, Sie haben auch Fotos. Können Sie dazu was sagen? Ja, das ist eine gute Bekannte, die Elisabeth Kieker. Die hat da in der Umgebung von Rüst eben ein paar Fotos gemacht. Und mit der präsentieren wir eben ihre Bilder gemeinsam, eben Stimmungsbilder aus der Umgebung von Rüst, Sonnenaufgang. Sehr schön eben, wie es halt bei uns ist. Ja, Dankeschön. Bitteschön. So, ich will mich verabschieden, ja? There's wine involved, I'm sure. Me too, me too. Jetzt stehe ich hier vor der Familie Triebaumer. Sie haben einen von den größten Weinkeller in Rüst. Wir werden es jetzt mal anschauen. Ja. Was ist das? Ja, Mikrofon. Das ist ganz gut, das Interview.
Ich stehe hier mit Richard Triebaumer. Sie stellen Ihre eigenen Produkte her. Können Sie dazu was erzählen, bitte? Ja, also mir ist früher Koch gelernt und war aber mit der Landwirtschaft immer schon verbunden, weil meine Eltern Weinbauern waren und die Mama hat auch immer Kuchelgattel gehabt und alles so reingelegt. Und aus denen ist irgendwie nach dem Kochen dann oder mit dem Kochen eine Selbstständigkeit entstanden. Wir bauen unsere Gemüsesorten selber an, Chili, Paradies, Kürbis und züchten unsere Mangalitza-Schweine und auch andere Rassen selbst im Freiland. Und haben vorarbeiten auch alte Obstsorten, was wir schon als Buben selber veredelt haben und gesetzt haben. Das sind mittlerweile schon super Baum. Und ja, von denen leben wir eigentlich heutzutage. Dieses Wochenende sind die Ruster Weinschätze. Was bringt es Ihnen? Ja, die Ruster Weinschätze ist einmal eine super Veranstaltung, weil weininteressierte Leute interessieren sich im Normalfall auch fürs Essen. Und das ist natürlich noch für uns optimal. Also erreichst eine breite Masse an verschiedenen Leuten. Es sind auch viele aus der Nachbar, also aus Ungarn da und Slowakei. Das merkt man immer mehr. Und ja, perfekt für uns. Das heißt, das Geschäft läuft ganz gut? Ja, das Geschäft läuft gut, kann man so sagen. Ja. Also wir produzieren eigentlich in einer Nische, weil wir wirklich alles selber anbauen oder züchten, was wir weiterverarbeiten. Und das ist halt heutzutage eher selten der Fall. Und das merken aber die Leute oder spüren es oder ja, taugt einen einfach. Dankeschön. Bitte gerne. Dankeschön. Ich stehe hier mit Gerhard Triebaumer, einer von den Brüdern, der die Weine Triebaumer herstellen. Wir sind viele, viele Stufen hinuntergegangen und sind ziemlich tief unter der Erde. Ungefähr wie tief stecken wir jetzt da? Ungefähr 8 Meter. Also der zweite Stockwerk unter der Erde. Und ihr habt einen von den größten Weinkellern in Rus, stimmt das? Einen von den verwinkelsten vielleicht. Groß ist auch. Ja, sehr groß. Dieses Wochenende sind die Ruster Weinschätze. Welche wirtschaftliche Bedeutung haben die Weinschätze für Sie als Winzer? Es ist der Frühlingsstart in Rust. Also das hat für uns Winzer eine große Bedeutung. Da geht es richtig los. Es gibt einen Grund für einen richtigen Frühlingsputz. Und es ist für ganz Rust praktisch ein Weckruf. Wie viele Leute haben Sie als Besucher an diesem Wochenende erhalten? Darüber habe ich noch keine Zahlen, wir sind mittendrin, aber es schaut gut aus. Aber sehr viel auf jeden Fall. Schaut richtig gut aus. Also das heißt, Sie sind zufrieden mit den Besucherzahlen? Ja, perfekt. Also der Samstag ist super gelaufen und der Freitag ist immer etwas gemütlicher, aber dafür bekommt man auch zum Sprechen. Also viele interessierte Leute wählen heute Sonntag oder Freitag, damit wir auch zum Reden kommen und Samstag ist es dann ein bisschen geschäftiger. Hier hinten sehe ich auch ein paar Weine von Ihnen. Können Sie diese Weine kurz mal präsentieren? Ja, ein Hauptthema bei unseren Präsentationen ist immer blaufränkisch. Also über 50% der Fläche sind immer schon blaufränkisch, schon seit Großvaterszeiten. Und ja, natürlich gibt es in Rust. Das ist die Ruster Trilogie, also wir haben Weiß, Rot und Süß. Und ja, dann gibt es noch immer einige spannende Projekte, die wir vorstellen. Und davon wäre dann eines der, zum Beispiel das Sauvignon Blanc Uhrwerk 2013, wobei es sich um einen schwefelfrei, also einen Wein ohne Zusatz von Schwefel handelt. Das ist jetzt ganz neu auf dem Markt. Sie haben ja von Projekten gesprochen. Welche Projekte sind denn das? Die spannenden Projekte? Ja. Naja, die spannenden Projekte sind zum Beispiel Beweidung mit Schafen im Weingarten. Das können wir heute nicht so gut präsentieren im Weinkeller.
aber es ist eines von den aktivsten Projekten in den letzten Jahren. Es ist einfach, hat eine Dynamik angenommen und geht Schritt für Schritt weiter. Sicher das Präsenteste. Hier im Keller hat es eine sehr angenehme Temperatur. Wie viel Grad? Es ist jetzt ungefähr 14 Grad. Ist diese Temperatur konstant? Hier unten im zweiten Geschoss ist sie ziemlich konstant. Oben gibt es die Schwankung größer. Hier im Weinkeller Triebaumer ist meine letzte Station bei den Ruster Weinschätzen. Ich möchte mich bei Ihnen, Herr Triebaumer, ganz herzlich bedanken für das Interview. Ja, super, dann hast du jetzt Feierabend, oder? Ja, ja. Kann man was verkosten gehen? Sehr gerne. Wunderbar. Danke.